Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir haben hier aufgehört auf dieser Insel am Cape Bonavista und haben tatsächlich einen Mann gefunden, der einen Schoner besitzt, mit dem wir jetzt die Reise nach Havanna antreten können. Wir geben uns aus als der Assassine Duncan Walpole, um uns in Havanna eine Belohnung abzuholen. Und an dieser Stelle geht's jetzt weiter. Großsegel, los geht's! Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Na, lieber dich. Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. In der Tat. Eine Frohnatur scheint Steve Bonnet zu sein. Da sieht es aus, als ob ihm nichts die Laune trüben könnte. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Wenn wir hier nach rechts gucken, sehen wir Flamingos. Auch sehr schön. Setzt jeden Zoll Segel! Ich finde das allgemein, wie diese Karibik hier gespielt wird, wie die gemacht ist, einfach nur geil. Also ich liebe dieses Spiel. Habe ich auch im Teil vorher schon gesagt. Bisher mein Lieblingsteil der Reihe. Auch von den Möglichkeiten, die riesige Spielwelt und die ganzen Nebenmissionen. Man hat einfach viel zu tun. Und das ist bei so einem Spiel genau das Richtige. Ich verstehe den Hate gegenüber der Assassin's Creed-Reihe teilweise schon, aber ich bin Fan der ersten Stunde und ich werde auch Syndicate feiern ohne Ende. Okay, läuft bei dir, Kumpel. Ich werde auch Assassin's Creed Syndicate feiern ohne Ende, einfach nur, weil es schon geil ist, allein weil es Assassin's Creed ist. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitteschön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter. Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Test, test, 1, 2, 3, allô, bonjour, c'est bon? Klappt es? Ja. Okay, gehen wir eine Runde. Sie Abstergo haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Okay. Wow. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt, aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre, seit 2010. Okay.
verwirrend. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Ja, Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Eine Minute, d'accord? C'est absolument hors de question. Non, non, non. Oh, danke, Nancy. Bonne journée. Dich kennen wir doch auch. Magnifique. Merci. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit... Oho. Angestelltenausweis. Der Ausweis, der Ihnen hoffentlich viel Erfolg bei Absurger Entertainment bringen wird. Ja, ich bin mir sicher. Ja, das lesen wir jetzt nicht alles. Dir etwas lax ist, Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Das sieht schon krass aus hier, oder? Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, zweiter Stock. Subjekt 17. Alles klar. Bereit? Dann los. Na klar, Tür nach. Unser Boss, Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Heather, Connell... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mach das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Danke. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Mhm. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Wir hier. Haftnotiz 2. Wollen wir das lesen? Ah ja, komm. Sei es, dass das Leben sowohl heilig als auch profan ist, unbezahlbar und wertlos, flüchtig und ewig, wir fügen uns. Sei es, dass das Leben aus der Ursuppe so einfach erschaffen werden kann wie aus einer stinkenden Petrischale, wir fügen uns. Sei es, dass die, die vor uns kamen, uns das Leben schenkten und bereit sind, es uns wieder zu nehmen, sollten wir uns dem ursprünglichen Plan widersetzen. Wir fügen uns. Wahre Worte. Obwohl, Templer-Worte waren vielleicht doch nicht so. Okay. Ja. Ihr habt also gesehen, wir spielen die... Alles klar, Dude. Wir spielen die Erinnerungen von Desmond Miles, dass Desmond
nicht mehr unter uns weilt und man die Erinnerungen gegen seinen Willen anwendet hat, das sagt man uns natürlich nicht. Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal, extraneurale Transmitter aktiviert. Klingt super. Noch einmal herzlich willkommen zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Havanna, Kuba, jemand 1715. Nein, ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Na? Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich! Und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Hola, die Damen. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Ja, Havanna. Hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Absolut. Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Alles klar. Ja, ich will mir ein paar Real, Mann. Ihr redet mir mal dazwischen. Ja, natürlich. Danke. Naja, ich finde... Havanna hat ein bisschen was von Assassin's Creed 2. Und das finde ich sehr cool. So. Wir kaufen Schwertsets. Und zwar das nächste hier, die britischen Entermesser. Da steigen wir in Geschwindigkeit, Kombo und Schaden. Jeweils um 1. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Das ist schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann's helfen. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ah, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Gab's damals schon Biergärten? Ich weiß nicht. Okay, wir versuchen mal, die Spitze dieses Kirchturms zu erreichen. Ach, meine Güte, ihr seid aber beweglich. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha,
gut gesagt. Okay. Herzlich willkommen in Havanna. Juli 1715 waren wir hier. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Fahrer, Fahrer! Halt durch! Er hat mich ausgerottet. Guter Gott, was soll ich tun? Oh, jetzt kann ich atmen. Mein Herz. Halt, oder ich breche dir die Knie, wenn ich dich kriege. So, wir sollen den Dieb rammen. Dann tun wir das doch mal. Gleich hab ich dich, du Hundskott. Nicht mehr lange. Ich will dich nicht in den Hafen jagen. Na. Okay, wir haben ihn nicht gerammt. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Einen Mann mit gefährlichen Freunden. Okay. Dann ebenso. So, Bonnet. Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Und weiter geht's. Ah, wir sind am Ziel. Ah, cool. Rum for All stand da. Das ist doch super. Lass dir Zeit, ich warte hier. Genau das, was wir jetzt brauchen. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspott wie dich unter seiner Flagge. Hey, Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Gehörst du den Piraten unten in Nassau? Halt dein volllautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Ach Mist, der hat uns erkannt. Jetzt müssen wir ihn ausschalten. Ich habe ihn gewarnt. Das sah schmerzhaft aus. Okay, ihr wollt es nicht anders, ich kann noch austeilen. Du willst deine Abreibung? Ich gebe dir eine. Na kommt, Leute. Ich habe Vögel mit dickeren Armen gesehen. Kommt schon. Ah, Backbreaker. ¡Fuera de la carretera! ¡Lleve el soldado! ¡Corre! Ihr lasst mich doch nicht allein. Ich hol dich ein. Perro inglés. Rauchbombe. Wählen Sie die Rauchbomben mit 6 aus und drücken Sie F, um sie einzusetzen. Rauchbomben machen ihre Gegner für einen Augenblick kampfunfähig. Sie können die Zeit nutzen, um sie zu töten oder zu fliehen. Schnell weg! Okay, dann machen wir das Ganze eben anders. Na. So. Wie sieht's aus?
Schraube aus. Au. Okay. Sie scheinen nicht mehr nach uns zu suchen. Okay. Warten wir mal ab. Aus dem Gebiet entkommen. Ja. Gut. Ah, okay. Wir haben eins von den optionalen Zielen erreicht, das ist okay. Wir werden die Erinnerung nicht bewerten. Denn das habe ich noch nie gemacht. Wir spielen weiter. Beziehungsweise wir spielen nicht weiter. Na. Wir spielen nicht weiter, sondern wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind in Havanna angekommen. Das ist ein ziemlich guter Spielefortschritt. Und jetzt können die Abenteuer losgehen in Assassin's Creed 4 Black Flag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like und schreibt in die Kommis, was ich besser machen soll oder ob ich irgendwas vergessen habe oder was auch immer. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!